Es hieß mal, dass in den letzten Jahren tausende Menschen in Mexiko umgebracht wurden oder verschwunden sind. Ist da was dran? Wie wichtig es für mich ist, Geld zu haben? Bro, your richness is your energy. Glaubst du, du kannst jemals eine Arbeit wie damals BMW machen oder willst du für immer YouTube und so machen? Wie wohl fühle ich mich in meiner eigenen Haut? Wie sehr traue ich mich, ich selbst zu sein? Und wie gut funktioniert es in der Umgebung, in der ich mich befinde? Ich bin übrigens, falls ihr es gesehen habt, schon wieder in einem anderen Apartment. Sehe ich diesen Bruder? Wie der da im Fenster drin steht, auf unser Gebäude guckt, der holt sich einfach einen runter, Bruder. Bin unterwegs mit den Brüdern, wir wollen doch nur ein bisschen von der Sonne. Fahr am Kuder mit ner Bitch, der Kopf ist gefickt und ich öffne ne Bardo. Jeder will Aufmerksamkeit, doch der Schmerz auf mein Herzen wiegt über ne Tonne. Kann ich entkommen, bete zu Gott, bitte übernimm Kontrolle. Es hieß mal, dass in den letzten Jahren tausende Menschen in Mexiko umgebracht wurden oder verschwunden sind. Ist da was dran? Bro, die genauen Zahlen kenne ich gar nicht. Ich beschäftige mich damit nicht so krass, um ehrlich zu sein. Ich fühle mich auch relativ safe hier. So, ich habe natürlich auch die ein oder andere Scheiße schon gesehen. Aber ja, Bruder, also ich habe die ein oder andere Scheiße hier schon gesehen und auch miterlebt und gehört und so. Aber ich weiß nicht, Mann, Alter. Ich glaube, es ist immer auch, ihr müsst immer auch selber mal da gewesen sein, um wirklich einzuschätzen, wie es sich für euch anfühlt, so. Weil viele berichten immer über, es ist gefährlich und dir kann das passieren und da kannst du nicht mal rumlaufen und da kannst du nicht mal dies, da kannst du nicht mal das. Aber wenn du dann wirklich da bist, so, dann merkst du, dass es gar nicht so schlimm ist, wie die Leute immer behauptet haben, so. Und so ist es, glaube ich, auch in Mexiko, so. Mexiko ist zum anderen auch riesig. Es gibt hier so viele verschiedene Orte, wo man hingehen kann. Ja, ich glaube, hier so Quintana Roo, wo wir uns gerade befinden, ist relativ sicher im Gegensatz zu anderen Gebieten. So, man sollte natürlich jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, Alter, nach Sinaloa reinsteppen und da den Max machen, so, weißt du, wie ich meine, so. Aber ansonsten, Digga, ich bin sowieso davon überzeugt, und das finden manche Menschen auch lustig, ich bin davon überzeugt, dass wenn du ein guter Mensch bist und gute Dinge tust, dann werden dir auch gute Dinge widerfahren. Wenn du ein ekelhafter Mensch bist und ekelhafte Sachen tust und dich mit ekelhaften Leuten umgibst und ekelhaftes Mindset hast, Hass verbreitest, dann kann dir auch schnell mal was passieren, so. Ich denke halt, ich glaube halt wirklich an sowas, so. Ich glaube, wenn du mit Gott cool bist, Bruder, und versuchst jeden Tag das Beste zu tun, immer nach gutem Gewissen zu handeln und nicht zu denken, dass dich gerade niemand beobachtet und dass du jetzt mal ein Bastard sein kannst, so. Wenn du das durchziehst dein Leben lang, dann bist du auf der guten Seite, Dicker. Und wenn du auf der guten Seite bist, dann werden dir gute Dinge widerfahren, so. Und wenn dann mal was Schlimmes passiert oder irgendwas Krasses passiert, so, oder du auch stirbst, Digga, dann soll es so sein. Ich habe da keine Angst vor auch. So. Bro, wie wichtig ist es für dich, Geld zu haben? Wie wichtig ist für mich, ist Geld zu haben? Wichtig? Also es ist schon wichtig für mich, Bro. Also ich feiere Geld schon ab, so, weißt du? Und ohne Geld ist auch scheiße, Digga. Fühlt sich nicht gut an. Aber ich muss sagen, dass viele andere Dinge halt auch sehr, sehr wichtig sind, so. Wie zum Beispiel, dass man selbst sein kann. Das stelle ich auf eine höhere Stufe als Geld zu haben. Wie wohl fühle ich mich in meiner eigenen Haut? Wie sehr traue ich mich, ich selbst zu sein? Und wie gut funktioniert es in der Umgebung, in der ich mich befinde? Das ist für mich eigentlich so die höchste Priorität. Und Geld ist zweitrangig. Ist leider so. Was heißt leider? So, manchmal wünschte ich mir, dass ich Geld an erste Stelle stellen würde. Aber wer weiß, wie ich mich dann fühlen würde. Wer weiß, ob ich dann meinem Herzen folgen würde. Wer weiß, ob ich die Dinge erlebt hätte, die ich erlebt habe, so. Geld ist wichtig, aber Geld ist nicht alles, Mann. Ich habe mich auch mit Leuten unterhalten, die Geld haben, Digga. Und die sagen, Bruder, aber meine Energie ist nicht geil. Weißt du, ich fühle mich nicht wirklich geil. Ich fühle mich nicht richtig wohl in meiner eigenen Haut, in meiner Umgebung. So, und ein Bruder, den ich hier kennengelernt habe, hat letztens zu mir gesagt, als ich ihm gesagt habe, Bro, ich bin finanziell so ein bisschen am Struggle und so, der sagt, Bro, your richness is your energy. So, scheiß auf Geld. Du hast so eine geile Energie. Ich will, der ist auch schon über 40 Jahre alt und der fühlt sich halt zu mir voll hingezogen, will mehr Zeit mit mir verbringen, einfach wegen meiner Energie. So, der sagt, du strahlst was richtig Gutes aus. Man spürt einfach die Liebe und die Positivität, die du in dir hast. So, und das war für mich in dem Moment, Digga, ich war so voll berührt auch, so, weil, ja, das ist halt schön zu hören, wenn man im echten Leben halt noch
Menschen mit seiner eigenen Energie touchen kann, beeinflussen kann, so dass Leute sagen, du hast eine geile Energie, so. Das ist für mich so das Allerwichtigste, weil ich glaube, jeder Mensch, der zu sich richtig selber gefunden hat, sich selbst liebt, strahlt eine gewisse Zufriedenheit aus und hat eine geile Energie, so, weißt du? Und ich habe halt gemerkt, so kannst du so viel Geld haben, wie du willst, wenn um dich rum nur Bad Vibes sind, schlechte Energie ist und das so sich auf dich überträgt, Bruder, dann bist du halt nicht happy. So, ich bin nicht happy gewesen in Deutschland, lange Zeit, weil ich einfach die Energie nicht gefühlt habe, weil ich nicht das Gefühl hatte, dass ich so sein kann, wie ich bin, Bruder. Der House Vibes in, man, geiler Name auf jeden Fall, sagt, wie sieht's aus in deiner Location? Ist es dangerous tagsüber oder nachts? Kann man da auch rausgehen oder sollte man das lieber nicht? Keep it up, man. Nee, Bro, ist alles easy hier. Also hier in der Umgebung, wo ich gerade bin, kannst du rausgehen, kannst reingehen, kannst auch nachts rausgehen, Party machen. Hier gibt es viele Partys auch und so. Also ich habe hier null das Gefühl, dass hier irgendwas passieren kann. Da, wo ich vorher war, okay, so Cancun. Justine sagt zwar immer, ist safe alles und sie fühlt sich da sicher und dies, das, bla, aber ich habe jetzt schon wieder gehört, also Cancun, nachts gewisse Gegenden einfach rausgehen und spazieren, weniger. Weniger. Glaubst du, du kannst jemals eine Arbeit wie damals BMW machen oder willst du für immer YouTube und so machen? Für immer nicht, also für immer YouTube und so, Bro, um die Frage konkret zu beantworten. Vielleicht werden sich die ein oder anderen Geschäftszweige noch irgendwie ergeben, wenn es mal wieder ein bisschen besser läuft, Digga, aber ich werde auf jeden Fall nicht mich in irgendeiner Firma unterordnen und da wieder als eine Nummer irgendwo vergammeln einfach so. Dafür sehe ich viel mehr für mich und mein Leben so. Dafür will ich auch viel mehr vom Leben. So, das werde ich niemals machen. Ich kann mich halt auch einfach nicht mit diesen Gedanken anfreunden, mein Leben lang mich tot zu arbeiten, dass ich dann am Ende irgendwie, wenn ich in Rente bin, dann reisen kann oder mir irgendwas leisten kann oder irgendwas machen kann so. Dann habe ich lieber mein ganzes Leben lang kein Geld oder bin immer am Struggeln und halte mich gerade so über Wasser, aber leb halt mein Leben so. Das Leben ist viel zu kurz, kann jede Sekunde vorbei sein, deswegen so. Leon, wie gefällt dir DK52, Bruder? Ich habe in derselben Wohnung gelebt. Ist okay, Bruder. Nicht so 100% geil, aber ist okay, Bro. Ist viel Schein. Die machen hier einen auf schönes Building und einen auf Pool und so. Dachterrasse ist eigentlich das einzige Geile hier. So, alles andere, Mann, die Wohnungen. Ist okay, ist cool, aber viele Sachen funktionieren nicht. Ich musste dreimal umziehen. Ich bin übrigens, falls ihr es gesehen habt, schon wieder in einem anderen Apartment. Ich bin alleine hier in dem Building zweimal umgezogen, weil irgendwelche Sachen nicht funktioniert haben. Und ja, Bro. Also, so Apartment-Situation, Wohnsituation hier in Mexiko, echt schwierig, Digga. Echt schwierig so. Also, da musst du auf jeden Fall immer mindestens einen Tod musst du sterben. Meistens zwei oder drei so Dinge, die einfach nicht funktionieren. Geht einfach nicht, Bruder. Im letzten Apartment ging einfach mein Herd nicht. Meine Kochplatte ging einfach nicht. So. Ich konnte einfach nicht kochen. Und ich sag, könnt ihr das reparieren? Die sagt, nee, der Owner will das nicht reparieren. So, und dann stehst du halt auch erstmal da. Das juckt die halt auch nicht wirklich so. Weißt du, ich meine so? Schon krass. Warum machst du nicht ein Shisha-Café auf, wo man dich auch treffen kann? Ja, normal, Digga. Ich mach einfach so ein Shisha-Café auf, Bro. Dafür brauchst du Geld, Bruder. Weißt du, wie ich meine so? Oder Investoren, Leute, die Bock haben, mit zusammen irgendwie was zu machen und so. Das wird sich schon alles irgendwann ergeben. Wenn ich irgendwie, weißt du, wenn ich jetzt weiter, ich werde einfach weiter Gas geben, Bro. Ich werde einfach weiter Gas geben und dann werden Dinge passieren, wo ich dann wieder finanziell besser dastehe und dann werde ich auf jeden Fall dieses Mal, ich werde auf jeden Fall wieder Money machen, so. Ich werde auch auf jeden Fall wieder krasse Reichweite generieren. Ich werde auch auf jeden Fall brutale Musik machen. Das steht schon fest, so. Da könnt ihr euch fragen und denken, oh, fuck und so. Müsst ihr euch keine Sorgen machen, weil ich bin so krass davon überzeugt und ich weiß es halt, weil ich es schon mal geschafft habe, so, dass ich es schaffen werde. Aber dieses Mal werde ich es halt schlauer machen, so. Dieses Mal werde ich halt, wenn das dann kommt und wenn ich da bin wieder, so, dann werde ich es schlauer machen, so. Da werde ich nicht mehr so leichtfertig auch mit Geld und so umgehen. So, ich habe jetzt wieder eine Zeit gehabt, wo ich wirklich nicht viel Geld hatte,
So, es geht gerade wieder bisschen bergauf, bis leicht so ein bisschen bergauf, so. Trotzdem immer noch hart, so, immer noch hart, immer noch jeden Tag Bauchschmerzen, Kopfschmerzen. Wie wird's funktionieren? Wird's überhaupt funktionieren? Und dieser Struggle wird mich auf jeden Fall dazu treiben, dass ich das nächste Mal schlauer investieren werde, so. Wirst du einen Adventure-Blog machen, wo du ins Crack-Building gehst? Könnte funny sein. Oh shit, Bro. Bro. Boah, Digga. Da sag ich dir ehrlich, hätte ich ein bisschen Schiss vor. Bruder, ihr wisst gar nicht, was passiert ist. Oh mein Gott. Digga, die Geschichte muss ich euch kurz erklären, weil ich habe ja jetzt auch ein Video hochgeladen, dass da einer im Crack-Building rumgejumpt ist, ne? Falls ihr es nicht gesehen habt, geht auf jeden Fall mal auf den Love Vlog Lifestyle-Kanal und holt es nach. Das ist wichtig für die nächste Story jetzt. Bruder, gestern bisschen aufgeräumt und so, ist auch mit einer der Gründe, warum ich jetzt hier in der neuen Wohnung bin, ne? Digga, ich bin so am, was habe ich gerade gemacht? Aufgestanden, bisschen gefegt und so. Bisschen gefegt, alles klar, Schiff gemacht und so, ne? Auf entspannt, dies, das, bla bla bla. Ich guck, ich mach mein Ding und so. Und ihr habt ja gesehen, das Crack-Building war genau gegenüber von mir. So, ich guck, ich mach, tu. Auf einmal, Digga, ich guck so runter. Auf einmal sehe ich diesen, ich muss ihn jetzt Bastard nennen, weil es wirklich ein Bastard ist, Digga. Sehe ich diesen Bastard, Bruder, wie der da im Fenster drin steht, auf unser Gebäude guckt, in irgendwo reinguckt oder irgendwo hinguckt. Der holt sich einfach einen runter, Bruder. Bro, der hat sich einfach einen runtergeholt, Digga. Ey, Bruder, so ekelhaft, Digga. Ekelhaft, Bruder. Ich will sowas gar nicht sehen, Bruder. Weißt du, was ich meine? So, ich guck da hin. Ich denk mir, ach du Scheiße, was bist du für ein Typ? Was bist du für ein Typ? Ich wollte noch Video, Bild machen, irgendwas, damit ich das der Tussi schicken kann, die mir das Apartment gegeben hat und sagen so, ey, guck mal, was hier passiert, so, ne? Bruder. Ey, Scheiße, Bro, Mann, Alter. Der hat sich einfach einen runtergeholt. Der hat sich einfach einen gejerkt auf irgendwelche Ollen wahrscheinlich in meinem Hotel, in dem Building hier so. Bro, aber voll so. Digga, du musst dir vorstellen, das ist so ein Gebäude. Der steht da drin und der hat vor sich halt so ein riesen Gebäude mit, weiß ich nicht, mindestens 30 Fenstern so. Und stellt sich einfach hin und holt sich einen runter so. Ich gehe da auf keinen Fall rein, Bro. Ich schwör's dir. Also das ekelhaft. Was für ein Typ. Was für ein Typ. Der Typ muss richtig fried sein. Der hat auf jeden Fall mit allem schon abgeschlossen. Der hat sich gesagt, scheiß drauf. So, Leben ist zu kurz. Ekelhaft. Auf jeden Fall habe ich mich dann da auch nicht mehr wohlgefühlt, Mann. Ich habe keinen Bock da, weil es war direkt gegenüber von mir. Ich habe keinen Bock, die ganze Zeit auf dieses Building drauf zu gucken und zu wissen, was für ein ekelhafter Typ da drin rumhängt und den nochmal zu sehen, wie er sich da einen runterholt. So, plus halt, dass die Herdplatte nicht funktioniert, habe ich gesagt, komm raus hier, Alter. Brutal. Joe sagt ganz andere Vibes in Mexiko, Bruder. Das hat auch nichts mehr mit Vibe zu tun, Bro. Der Typ war einfach nur durch. Der Typ war einfach nur durch. Also hier hast du schon ein paar durche Typen auf jeden Fall. Ich bin Baba Sucuk gefragt, ziehst du also wieder um? Ich bin schon umgezogen. Ich bin jetzt in einem anderen Zimmer im selben Gebäude. Aber und jetzt habe ich halt hier wieder. Ich habe hier wieder ein Building. Das ist auch wieder nicht belebt, so, das wurde angefangen zu bauen und dann einfach nicht weitergemacht und davon gibt es ganz viele hier, also da ist aber keiner drin, so, da wohnt auch einer drin, aber der wohnt da unten. Da ist auch ein bisschen so auf Crack, also da hat sich auch einer so ein bisschen eingerichtet, aber der wohnt nur da unten, der steppt auch nicht durchs Building oder so, also da habe ich noch nichts gesehen bis jetzt und hier ist halt einfach green. Ich habe keinen Balkon mehr, leider, aber es ist auf jeden Fall angenehmer, so. Ne? Es ist auf jeden Fall angenehmer, hier zu sitzen und sein Ding zu machen, weil du weißt halt, da ist ein bisschen noch Abstand und so. Und ja, Mann, ich habe jetzt keinen Balkon mehr, aber alles cool. Alles cool. Jerky Vibes, man.
Jerk it off, motherfucker. Heftig, Häuser einfach anfangen zu bauen und ein paar 100k einfach denken, scheiß aufs Geld und aufs Haus scheißen. Ja, Bro, ich habe von zwei Sachen gehört. Ich habe einmal gehört, dass viele Leute hier Grundstücke kaufen, anfangen zu bauen und dann kommt raus, dass das Grundstück eigentlich schon jemand anderem gehört. Also das Grundstück ist eigentlich schon vergeben und dann müssen die halt aufhören zu bauen und müssen räumen. Das habe ich öfters gehört. Und ich habe auch davon gehört, dass Playa del Carmen halt auch mal so richtig, so ein bisschen wie Acapulco so, ne? Playa war mal richtig am Kommen, die wollten hier das nächste Miami draus machen. Und dann gab es zu viel Gangshit hier, zu viel Crime, zu viel Schießereien, zu viel Tote. Und dann haben viele sich wieder verpisst, so. Das ist ja auch gerade ein bisschen die Angst in Tulum, dass es da auch passiert. Weil da ist gerade auch richtig wild und war auch richtig wild zu der Zeit, wo ich da war. Sehr, sehr viel passiert. Und wenn da zu viel passiert, dann sagen auch teilweise Investoren, ich ziehe mich hier raus. So. Weil die dann halt das krasse Potenzial nicht mehr sehen, dass es halt wirklich so nice wird, wie es sich angefühlt hat. So, es wäre halt echt schade. Weil gerade Tulum halt für mich bis jetzt auch hier in Quintana Roo die beste Energie, der beste Vibe so hatte und diese Crime-Scheiße halt vieles auch von dieser Energie kaputt macht, so. Man spürt da wirklich auch diese ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass die Mayas da auch waren und das für die auch ein wichtiger Ort war. Man spürt halt irgendwie eine krasse Energie. Also in Tulum habe ich auch die krassesten Leute kennengelernt. Da ist auch für mich in meinem Leben sind da die krassesten Sachen passiert, so.